Mein Vater stammte aus einer Familie, die in der Nähe von Dessau ein Braunkohlenbergwerk mal besaßen, was natürlich aber nach dem Ersten Weltkrieg schon nicht mehr in familiärer Hand war. Aber aus dieser Zeit hatten wir noch zwei antike Gefäße, die da mal ausgegraben worden waren. Und diese antiken Gefäße hatte eine Schwester von meinem Vater in Dessau. Und sie wollte, dass diese antiken Gefäße in den Westen kommen, weil sie nicht wusste, was damit passiert. Und mein Vater wollte die holen mit dem Auto, also nicht beide zusammen, sondern eins, das sind solche Gefäße, also relativ groß. Und da habe ich gesagt, da fahre ich nicht mit. Ich habe eine Familie, ich habe Kinder, das Risiko gehe ich nicht ein. Und er ist alleine gefahren und hat ein Gefäß mitgebracht, und hatte einen Gummibaum eingepflanzt in das Gefäß und das auf den Rücksitz gestellt, wobei jetzt die Grenzer nicht richtig umzugehen wussten mit diesem Gummibaum in diesem Gefäß. Der war kein Tongefäß wie ein Blumentopf. Und sie holten das raus, haben da erstmal keine Notiz von genommen, sagten zu meinem Vater, er soll den Rücksitz hochklappen, was er nicht konnte, weil er auch schon alt war. Und da sagte er, ich kann das nicht, ich habe das bei dem Auto noch nie gemacht. Und da wurde er ziemlich barsch angenommen. Wenn man sich so ein Auto leisten kann, muss man auch wissen, wie man die Teile behandeln kann. Also der Topf kam mit dem Gummibaum wieder rein und er ist auch in den Westen gekommen. Aber Skepsis war natürlich da und auf ähnliche Weise wurde auch der zweite Topf geholt.